gleich die Vorder. Das Glas gleich bremst, würde ich mal sagen. Nee, mal rechts ausrichten. Ich wirklich hier in der Vorder. Passt. Die Gitarren passen alle. Wie wäre es, wenn jemand nicht nur blöd im Bildschirm steht, sondern weiter packt? Ja, was ist das denn? Wer hat denn da das Packen geschwänzt? Alter, da kommt er 50 Minuten zu spät. Ja, ich sollte mich jetzt schämen, aber ich freue mich nicht, wir haben nur das schon gepackt. Ist. Michael, kannst du mir mal gerade erklären? Ja. Junge Jahr war Akustiktour. Ja. Was heißt das eigentlich? Ich meine, die Fans draußen, was haben sie sich darunter vorzustellen? Ja, diese schöne Beschreibung, die wir immer haben auf der Homepage mit diesen groovigen Rhythmen oder so, das ist alles gut und schön, aber man muss es einfach gesehen haben, das ist es nämlich. Okay. Wir haben uns jedes Mal zwei lokale Vorbands geholt, die dann auch das lokale Publikum noch ein bisschen animieren. Ja. Viele Leute ziehen, wir hatten tolle Leute, unter anderem bei Yumi Java im Vorprogramm Miss Greenbird, die Gewinner von X Factor auf Vox, ja, laufen gerade im Radio hoch und runter. Das sind dann unsere Supporter. Die haben also praktisch vor euch gespielt. Also als quasi Vorband, kann man natürlich sagen. Natürlich. Oh. Heute Abend ist, glaube ich, Jack Johnson im Vorprogramm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da müsste ich nochmal nachgucken. Ja. Die schönsten zwei Auftritte waren und und da standen die Leute in der ersten Reihe, haben mit uns getanzt und dann macht es richtig Spaß. Das ist geil. Dann ist es richtig cool. Unbeschreiblich schönen Frauen, denen man auf der Straße gerne nachschaut. Du bist so eine, die es versteht, mich zu verwöhnen, weil du mir mit deinen Worten gerade im Bart kaust. Du bist so eine, du bist so eine, du bist so eine, ganz besonders und so feine. Du bist so eine, du bist so eine. Bist du bereit für deinen Gig? Ich bin total bereit für deinen Gig. Handschuhs. Bist du eigentlich für so eine Tätigkeit ausgebildet worden? Ich meine, Kabelstrippen ziehen und so weiter? Ich war auf der Kabelstrippenakademie in Duisburg. Ja. Da war ich 2 Jahre. Okay. Habe meinen Abschluss gemacht in Kabelstripping. Okay. Bin dann weiter, habe richtiges Stripping gemacht. Das war aber, hatte aber nichts mit Kabeln zu tun. Dann und darauf habe ich mein Stage-Stripping noch gemacht, mein Master. Und dann, der war dann in Großweimar. Okay. Ja, dann hast du jetzt richtig was in der Hand. Seitdem käbel ich durch die Gegend. Ja, geil. Man nennt mich auch Käbel. Christoph, der richtet gerade. Was machst du gerade? Ich baue gerade den analogen CD-Verkäufer. Aha.
Analog heißt? Analog heißt, da muss man nicht irgendwie ins Internet oder irgendwas klicken oder I like machen, ja, sondern einfach hingehen, 10 Euro rein, CD rausnehmen, auch eigentlich nicht sprechen, ist auch für Schüchterne. Kannst du dir die abgefahren kaufen oder alternativ die Tapeten wechseln. Die wollen ja beide sehr gut sein. Sag mal, ihr seid doch eine Akustikband, ne? Richtig. Was ist denn das ganze elektrische Zeug dann auf dem Boden jetzt? Das ist Show. Das ist einfach nur Show. Das ist genauso wie die Schlagzeuger mit zwei Bassdrums, die spielen auch nur eine. Das brauche ich nur oft, damit es wichtig aussieht. Am Ende habe ich sogar ein totes Kabel in der Gitarre. Also ich spiele komplett ohne Tonabnehmer. Okay, okay. Sehr geil, jetzt steht alles. So wie gesagt, okay. Ein Crashbecken, kleineres, größere Becken. Ja? Kuhglocke, Beckenkranz, Hi-Hat, Vaser und. Scheiben. Das ist so weihnachtlich hier. Das Karotten. Geil. Was habt ihr im Vorfeld gemacht, um hier, sagen wir mal, Leute reinzukriegen? Wie sieht so eine Werbung aus für so ein Konzert? Also, was wir auf der ganzen Tour gemacht haben, wir haben entweder den Veranstaltern oder den Bands jeweils 40 Plakate geschickt und 200 Flyer. Und wir haben ein, zwei Wochen vor dem Auftritt Pressemitteilungen an die Tagespresse verschickt und über Facebook und Homepage und so weiter Werbung gemacht. Wie viel den fünften Gig, glaube ich? Seid ihr noch nervös? Ist das schon Routine? Beides. Ich glaube, es ist so eine gesunde Anspannung, die man hat, so ein bisschen Vorfreude, aber auf jeden Fall auch genug Routine, um nicht richtig nervös zu werden. Es war geil, anstrengend, die waren der Hammer. Ja? Also die waren richtig gut. Ich glaube, wir haben ein paar richtig schöne Gesangsstücke, wo das Publikum richtig schön mitsingt. Das war cool. Es war, sag mal, deine Hände sind die noch alle. Meine Hände sind noch alle Finger dran. Also hier sind noch ein paar Tape-Reste vom Tape. Die habe ich mir letzte Woche gespielt im Jam. Okay. Funktioniert alles noch. Tut alles noch. Alle noch. Keine bleiben schön. Der Gig war geil. Das war richtig cool. Lübbecke kann echt feiern. Also es macht Spaß. War lustig. Ich glaube, wir haben auch statt einer geplanten Stunde zwei anderthalb Stunden gemacht. Kann man ja mal machen, wenn es gerade läuft. Ne? Wir haben uns um drei getroffen. Es ist jetzt gleich halb vier. 12,5 Stunden waren wir insgesamt unterwegs. Das hier ist das. Habt ihr das? Ihr kennt das schön. Ach doch, wir haben schon, es hat auch diesen Auftritt wieder überlebt. Ihr habt jetzt die letzte Chance, noch das Video zu retten mit irgendeinen sinnvollen Aussagen. Ja, dann film ich am besten nicht. Nee. We'll be right back.
Aua! Ich hab keinen Bock mehr auf Kassieren. Die nächste Show kommt sicher. Wir freuen uns heute schon drauf. Solange wir euch haben, hören wir nicht. Wie fühlt sich das an, auf Tour zu sein? Ich meine, ist das anstrengend, ist das geil? Es hat einen Tag gedauert, da konnte ich Joachim schon nicht mehr im Kopf haben. Ja, das wollen die Fans sehen. Es geht nicht, meine Haare liegen nicht. Ich habe Spaß. Oh Gott. Ihr seid der Grund, warum wir hier stehen. Ich fand's ziemlich gut heute, was meinst du? Ich fand's total top. Ja. Und jetzt muss ich noch eine CD signieren. Oh Gott. Die Leute fragen nach Signaturen. Ja, das so fängt das an. Oder was meinst du? Wie fandst du den Gig? Ich fand's nicht so gut. Also ich war so angespannt. Die Leute waren einfach schlecht. Ja. Die haben wir so gar nicht mitgemacht irgendwie, ne? Nein, überhaupt nicht. Nee. Ich bin auch nicht im Schwitzen gekommen und sowas. Also deswegen darfst du auch durchaus hier unten riechen. Ihr wart genial, wir würden euch gerne.